Am 24. November 2007 war ich auf meinem ersten Konzert. Mein erstes Festival folgte dann im Juni 2011. Und auch wenn ich hier und da mal auf anderen kleinen Festivals war, zieht sich durch meine Festival-Historie doch ein sehr roter Faden durch. Und nach dieser jahrelangen Konzert- und Festival-Zwangspause ist mir eins aufgefallen. Ich brauche was Neues. Wir sind jetzt knapp 150 Kilometer ungefähr gefahren, haben hierfür schon knapp eine Stunde länger gebraucht, als wir eigentlich brauchen, standen 7-mal im Stau, pisst wie Sau, deswegen kann ich nicht hier draußen aufnehmen, deswegen muss ich im Auto aufnehmen, haben noch gut 8-mal Stau vor uns, bis wir in Dortmund sind. Meine Laune aktuell ist völlig am Arsch. Dazu kommt, dass ich noch diese Scheißentzündung im Kiefer habe. Das muss echt ein krasses Festival werden, um meine Laune zu retten. Wir haben jetzt knapp, ich glaube um die 300 Kilometer, haben jetzt schon 2,5 Stunden länger gebraucht, als wir eigentlich für die gesamte Strecke brauchen und standen 13 Mal im Stau. 13 Mal. Dazu quietscht mein Bremssattel hinten links und es piepst die ganze Zeit auf meinem linken Ohr. Ich dreh durch. Heiß. Wir sind jetzt einen Abend vom, es muss ja ein halbwegs professionelles Video auch, ist Juicy Beats, guckt das Video an. Ja, ich. Wir sind gerade am Abend vom Juicy Beats, wir bereiten uns normal vor, wir wollen auch keinen schlechten Eindruck hinterlassen und wir wollen das alles so professionell wie möglich machen. Ja, Nick, was hast du gemacht? Wir haben den 28. Juli, die nächsten zwei Tage sind es Juicy Beats, wir campen da nicht, wir haben ein bisschen Glamping dieses Jahr, weil wir hier in der Wohnung schlafen und uns währenddessen mies betreten. Festival Review! Davor natürlich auch noch ein paar Worte von unserem Partner Holy. Holy bietet für mich die beste Alternative, dazu noch kalorienarme Alternative, eine Portion unter 20 Kilokalorien für Energy Drinks und Iced Teas. Mit einer ordentlichen Ladung Koffein hält euch Holy nicht nur so ein bisschen fit wie herkömmliche Energy Drinks, sondern auch wirklich über längere Zeit. Ganz davon zu schweigen, dass sie einfach erfrischend as fuck sind. Meine Alltime Favorites sind Strawberry Shark und Peach Panther, aber auch im Eistee-Bereich haben wir mit Peach Nektarine Black Tee einfach eine ordentlich geile Alternative zu normalem Eistee. Wenn ihr euch unsicher sein solltet, was für ein Geschmack denn eurer sein könnte, könnt ihr euch auch ein Probierpaket bestellen. Oh, und by the way, gibt es jetzt den neuen Energy Sommer Flavor Apple Alligator. Und mit dem Code BRAINDAMAGE5 gibt es 5 Euro Rabatt auf eure nächste Bestellung. Natürlich könnt ihr auch gerne den Link in meiner Videobeschreibung benutzen, denn über diesen Link helft ihr mir und meinem Kanal. Vielen Dank an Holy, wir machen weiter mit dem Video. Ich hatte schon übel Schiss, dass irgendwie 30, 40 Grad von uns wird unerträglich, aber es geht, glaube ich. Die Sache ist die, das mit der Größe ist so ein bisschen ein Thema. Ich habe eigentlich L und ich habe mir einen pinken in L bestellt und der war viel zu groß. Und jetzt habe ich einen weißen und die Sache ist die, der wird halt dementsprechend aussehen nach einer gewissen Zeit. Jogginghose und Hemd. Der sollte mehr etabliert werden. Keine Ahnung, was alles für Körperflüssigkeiten damit draus sein werden. Es ist jetzt Freitagmorgen und ich habe schon das erste Mal gekotzt. Ananas! H&M? Ja, Dreierpack, 15 Euro oder so, keine Ahnung. Wie viel ist dein Outfit wert? Ich hab sogar einen Anzuggürtel dabei, ich hab mitgedacht. Da kann gar kein Gürtel ran. Lol. Den Bämbel dran. Ja, ich vergessen. So. Und man sieht mal die Woche schon. Alles. Also, ja, Oberding ist ein bisschen frei, aber Alter, sieht die Scheiße geil aus. Schönes Ding. Ja. Schönes Ding. Let's go. Fräulein Sekt. Guck mal, der Justus Aurelius mit dem hochgestellten Kragen im Anzug. Das ist hier wie Steuerung F-Doku. Ich scheiße auf das Klima. Und wie er auf Instagram gemacht hat, ich gieße jetzt meine Blumen erstmal mit einem schönen Dom Pérignon. Oder mit dem 3-Euro Rotkäppchen-Sekt. Stößchen. Nutzt jetzt unsere App. Auch du kannst Bitcoin-Millionär werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns hier auf dem Juicy Beats Festival in Dortmund. Das erste Mal, dass ich auf diesem Festival bin. Wir hatten grandiose Ideen, Anzüge anzuziehen. War eine scheiß Idee. Aber wir schauen mal, was hier heute so abgeht. Das Wetter spielt mit. Gucken wir doch mal. Vielleicht sprechen wir auch noch mit der einen oder anderen Band. Mal schauen.
Wir stehen jetzt hier vor der Mainstage. Da spielen heute Nacht Kraftklub als Headliner. Heute Nacht vor allem. Heute Abend um 20 Uhr rum. Und man muss einfach mal sagen, für ein Festival, wo eine Band wie Kraftklub Headliner ist, ich glaube 110 Euro, Leute, das kann man machen. Wir haben auch gutes Bier. Hier im Backstage mit Pasco. Hi. Hallo, guten Tag. Was ist allgemein Grundfeeling von der Bühne aus geiler? So ein Festivalauftritt oder so eine schwitzige Clubshow? Ich bin ganz klar Team Clubshow. Also Festivals ist im Sommer halt schon schön und was Besonderes. Aber so wenn du mich nach dem Feeling fragst, dann bin ich Team Clubshow. Ganz klar. Bei dir auch? Das kommt wirklich drauf an, so wie das Festival läuft. Ich finde, Festivals können richtig cool sein, so vom Gesamterlebnis finde ich das auch noch. Man kann andere Bands gucken gehen und so der Tag irgendwie ist deutlich interessanter, als wenn man 8 Stunden in irgendeinem Backstage abhängt, oder? Aber ich finde, bei Clubshows ist es ein bisschen einfacher. Das Publikum ist wegen einem da, die kennen die Texte, die gehen direkt mit ab. Das ist so, Festival ist ein bisschen wie früher Clubshows spielen. So, die muss man auch überzeugen, die Leute. Die musst du kriegen. Und wenn das aber läuft, dann ist es ein Highlight. Könntet ihr euch jemals noch vorstellen zu sagen, ey, wir spielen jetzt auf dem Festival, wir campen auch hier? Also ich glaube, da habe ich auch drüber nachgedacht, so, aber ich glaube, spielen und campen würde ich jetzt eher sagen, das muss natürlich ganz Außergewöhnliches sein oder besonders schönes Camping. Als Gast und campen, das auf jeden Fall. So, aber ansonsten mit Band, mit dem ganzen Geraffel und so weiter, glaube ich eher nicht. Dann sollte am nächsten Tag auf jeden Fall nicht schon eine weitere Show sein. Grundsätzlich ausschließen würde ich es jetzt auch nicht. Euch gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jährchen. Was ist denn so eine Sache, wo ihr sagt, das wollen, müssen wir irgendwie noch schaffen? Ich glaube, also musikalisch gibt es bestimmt noch ein paar Sachen, die wir irgendwie schaffen wollen. Also was das Songwriting angeht, was so jetzt alles drumherum, sage ich mal im weitesten Sinne Musikbusiness angeht, da gibt es gar nicht so viel. Also gab es bei uns irgendwie noch nie so viel, was wir irgendwie erreichen wollten. Also es gab noch nie einen Plan, sondern da haben wir uns immer von der Musik treiben lassen. Von daher, also irgendwie noch eine Platte machen oder zumindest mal noch einen Schwung guter Songs, das schon noch so. Und dann irgendwie noch ein paar gute Konzerte spielen. So, keine Ahnung. Also jetzt haben wir viel mit der neuen Platte, haben wir auch ein gutes Team und auch viele Gäste immer mit auf der Bühne, was richtig Spaß macht und was so, keine Ahnung, uns auch so ein bisschen noch mal was Neues gebracht hat. Also da einfach noch ein paar Experimente machen, noch ein bisschen gucken, was geht noch, wie weit kann man es treiben, bevor es dann peinlich wird. So, da ist die Messlatte, liegt ein bisschen höher. Ja, ich finde ja auch so, was machst du, wenn du das Ziel erreicht hast? Ne? Das ist ja auch dann immer so, ja, lehnst du dich dann zurück, weil das finde ich, ist in dieser Band immer anders gelaufen. Ne? Es war immer so, irgendwie mit einer Stufe höher ist auch immer ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, hat man immer mehr an sich selbst gearbeitet, hat versucht irgendwie noch einen Tacken besser einfach zu werden. Also da ist ja bei uns schon noch viel Luft nach oben, das ist ja nicht, aber ja, ich glaube, das ist so dieses Treiben lassen und sich auch nicht selber so komplett unter Druck setzen. Das ist so ein bisschen unser Erfolgsrezept der letzten knappen 25 Jahre. Wie sehr ist es denn für euch wichtig, euch von anderer Musik beeinflussen zu lassen für eure eigene Musik? Das ist schon sehr wichtig. Also wenn gute Platten erscheinen oder sagen wir mal so, wenn wir Sven und ich, wie wir das meiste an den Songs machen, wenn wir irgendwie eine Platte total abfeiern oder einer von uns jeweils eine Platte total abfeiert, dann ist das oft auch irgendwie das Sprungbrett für eigene Songs zu schreiben. Also wenn wir selbst nicht begeistert sind von Musik, dann können wir auch keine Songs schreiben. Also das kann man jetzt Inspiration nennen oder keine Ahnung, klar, wir klauen auch mal so, aber es ist schon so, wenn wir irgendwie so Begeisterung in anderer Musik spüren oder die auch selbst so verinnerlichen, dann ist das auch die beste Kreativität, die wir selbst irgendwie so schaffen können.
Eine Band, die im Punk-Bereich sehr beeinflussend war für viele Bands, war Anti-Flag. Die haben sich letzte Woche aus dem Nichts aufgelöst. Inzwischen gibt es ja auch schon vermutliche Gründe, an was es liegen wird. Wie seht ihr das denn? Diese ganze Situation, vielleicht auch gerade alles, was ist ja sehr viel auch in der Punkmusik, was jetzt in der letzten Zeit so ans Licht gekommen ist. Die Vorwürfe, die ja im Raum stehen, die sind ja schon echt hart. Also das ist ja, da gibt es ja auch wenig Spielraum. Jetzt gibt es ja zwischenzeitlich auch ein Statement von Justin Sane selbst, der ja dann behauptet oder dargestellt hat, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Und es gibt ja irgendwie das Statement von den anderen drei, die sich dann wiederum mit allem distanzieren. Boah, ganz, ganz schwierige Situation. Also ich finde, für eine Band wie Anti-Flag, die ja auch die moralische Messlatte im Punkrock extrem hochgesetzt hat und die politische, gibt es keine andere Option. Wenn es der Wahrheit entspricht, wenn es nicht der Wahrheit entspricht, aber warum soll es, also warum, es gibt ja auch keinen Grund, dem Opfer sich zu glauben. Ne? Das ist ja so diese Thematik im Moment. Aber dann ist ja die Auflösung der Band, ist ja, damit ist es ja nicht getan. Ne? Da muss ja eine Aufarbeitung erfolgen. Und, aber es ist, wie gesagt, im Moment gibt es ja auch einen vermeintlichen Täter, der behauptet, dass das alles nicht der Wahrheit entspricht. Und ich glaube, man redet ja immer von Unschuldsvermutung, die gilt aber auch für Täter und Opfer. Also so, dass das Opfer ja auch nicht lügt. Aber man muss ihm auch trotzdem Gehör schenken. Und man muss sich das auf jeden Fall auch mal anhören, was er zu sagen hat. Und dann entscheiden. Aber gerade so, weil wir auch ein paar wirklich die-hard-Fans im unmittelbaren Bekanntenkreis haben, also die Endflex so, durch die auch geprägt waren, und die sind schon am Boden zerstört. Ne? Und dadurch, weil Anti-Flag auch so sind, wie sie sind, und so nie irgendwie mit ihrer Meinung und mit ihren politischen Statements so hinter Berg gehalten haben. Die waren da schon ganz, ganz massiv und haben auch andere natürlich so outgecalled und Sachen ganz klar benannt. Und wenn so eine Band dann mit diesen Vorwürfen konfrontiert ist, dann ist es auch immer ein ganz harter Schlag für alle, die die Band unterstützt haben. Ne? Und also da muss man auch echt sagen, dass es auch, das ist keine Entwicklung, da kann die ganze Punk-Szene nicht froh mit sein. Aber ich würde sagen, wir beenden das Ganze ein bisschen lockerer. Damit wir mit ein bisschen einem lockeren Thema rausgehen. Ich habe da mal was vorbereitet. Und ihr bewertet diese Alben, nicht nur die Cover, sondern die Alben als Ganzes, von 1 bis 10. Die Ärzte, Planet Punk. Aus der zweiten Phase von Die Ärzte würde ich sagen, ist das definitiv eins der besten. Vielleicht nicht wieder. Das Beste würde ich sagen, 9. Ja, ich besitze die Platte, glaube ich, nicht mal. Okay. Ich enthalte mich da der Meinung. Okay. Ich bin der Meinung von meinem Bruder. Dann entfernen wir uns wieder sehr weit vom Punk. Klassiker. Oh ja, finde ich auch gut. Also irgendwo mindestens eine 8. Ich würde sagen, fast eher eine 9. Ja. So auch, was dieses Album ausgelöst hat und diese Zeit, da muss man schon sagen, das ist echt gut. Okay, wir haben das letzte Album war in der Vorbereitung ganz klar bei allen eine 10 von 10. Das kann man auch noch sagen. Ja, ich finde, Michael Bublé ist ja ein großartiger Sänger. Ne? Das stimmt, also, das ist, jetzt muss man dann Weihnachten mögen und Michael Bublé, dann ist es, glaube ich, die Killerplatte. Das ist wirklich die 11. Wenn man mit einem von beiden nicht so viel anfangen kann, wird da kein Schulraum. Nee, vermutlich nicht. Nichts gegen Michael Bublé, dem geben wir eine schmeidige 8,5. Ich kenne das nicht. Dann würde ich sagen, vielen Dank für die Zeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg beim Auftritt heute. Danke euch. Wir haben zu danken. Schönen Tag und viel Spaß. Dankeschön. Mit Martin Teichmann von Teichmann Physiotherapie. Und das ist natürlich erstmal die wichtigste und interessanteste Frage. Was machst du und wie kommt man darauf, das auf dem Festival zu machen? Es ist so, dass ich schon seit über 10 Jahren in der Szene unterwegs bin. Angefangen hat das mit dem Künstler, der Rückenprobleme hatte und deswegen ein Konzert absagen musste. Und am nächsten Tag war er in Köln. Ich komme aus Bonn in der Nähe und da sind wir dann zusammengekommen. Und er hat mir viele Einblicke gegeben. Ich habe ihn 90 Minuten behandelt und das war der Startschuss vor 10 Jahren.
Und das hat sich dann aufgebaut bis hin zu Festivals wie hier. Auf wie viele Festivals bist du dann so im Jahr unterwegs? Das kommt so ein bisschen auf die Familienorganisation rund um Ferien und Co. an, aber es sind so 4 bis 6 pro Sommer. Auch größere, kleinere, also 4 bis 6 Festivals im Sommer ungefähr. Dann bist du auch wirklich den ganzen Tag voll beschäftigt? Ja, es ist meistens so. Ich komme hier natürlich in den meisten Fällen mit leeren Plänen an. Heute war ich von einer Band vorgebucht und dann füllen sich die Pläne extrem schnell. Bei großen Festivals sind wir auch zu zweit oder zu dritt, dass ich Leute mitnehme, weil man bei 30, 40 Bands, bei den größeren Events das gar nicht alleine bewerkstelligen kann. Auch hier ist es heftig. Ich habe jetzt auch bis heute Abend durch und ziehe das durch. Ja. Was sind denn gerade so bei verschiedenen Musikern so die gängigen Problemchen? Ich denke mal, bei einem Schlagzeuger wirst du wahrscheinlich eher im Bereich der Schulter und Arme sein. Kannst du sehen, was er für ein Instrument spielt, den du gerade behandelst? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mich weit aus dem Fenster lehnen, sagen, den Schlagzeugern, hast du ja gerade selbst gesagt, ja. Sieht man es am ehesten an, weil das sind das ist tatsächlich die Musikergruppe, die mit am häufigsten kommt, muss man tatsächlich sagen. Dass die Schlagzeug kann man sich ja vorstellen, wenn man es einfach vor Augen hat, wie so der Job aussieht, gerade bei so Rock-Punk-Bands oder auch anderen Bands. Das ist häufig so, den würde ich es durchaus ansehen. Ansonsten ist das ja ein bunt gemischtes Publikum, was zu mir kommt. Aber genau, die haben alles. Also einerseits natürlich, wie viele, auch unabhängig von der Musikbranche, Rückenprobleme, auch durch dieses Tourleben, Nightliner, wechselnde Hotels, Nackenprobleme durch jede Nacht ein anderes Kopfkissen und so weiter. Und dann natürlich musikspezifisch die Schlagzeuger eher Schulter, Ellenbogen, Handgelenke. Viele Frontleute haben auch Probleme, weil die relativ viel springen, wenn man mal genau drauf achtet, mit Knien, Hüfte, Sprunggelenke. Also von Kopf bis Fuß ist immer was dabei, aber instrumentenabhängig Schlagzeuger eher Schulter, Arme, sage ich mal. Gitarristen dann manchmal auch mit Sehenscheiden Probleme, also es wechselt, ja. Kann man dich im Internet finden? Ja, man kann mich natürlich im Internet finden. Ich habe ganz normal, ich komme aus Bonn, habe eine Praxis in Bonn, physioteichmann.de, physio-teichmann, habe aber auch die Seite für die Künstler, Got Your Back, was ganz gezielt dann auf Bands und so weiter abstimmt, wo ich auch sozusagen heute hier bin, wobei es ein Unternehmen ist. Und den Zuschauern kann man natürlich nur sagen, wie was hier für uns alle geht, bleibt in Bewegung, ne? Nichts tun ist meist das größte Problem, auch für die Musiker, wenn man halt im Zweifel vor der Show nur 7 Stunden rumhängt, um dann auf die Bühne zu gehen. Also in Bewegung bleiben ist immer gut und das gilt eigentlich für jeden von uns. Und ihr findet natürlich alle Links auch in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Wir sind hier mit Kafka und natürlich erstmal die allerwichtigste Frage, wie war der Auftritt? War sehr gut, hat sehr viel Spaß gemacht und wir hatten super viele Leute da, die hatten Bock, ging von Anfang eigentlich ganz gut ab. Ja, würde ich beipflichten, war sehr schön. Die Menschen waren echt, also wir haben ja den Opener-Slot gespielt heute. Und weiß man ja immer nicht. Ich glaube, es war sogar erste Band des Festivals auf einer großen Bühne oder so. Weiß man ja nicht. Hätte auch sein können, dass niemand da ist, aber es waren wirklich viele Leute da und auch so die ersten paar Reihen waren, glaube ich, auch wirklich wegen uns da und hatten richtig Bock und es hat insgesamt richtig gut Spaß gemacht, ja. Ist es schwer, als Opener auf einem Festival zu spielen? So die Menge zu überzeugen oder sieht man da gleich, okay, nee, die sind feierwütig? Also wir haben so einen Test tatsächlich, den wir machen, bevor wir auf die Bühne gehen oder während wir auf die Bühne gehen, weil wir gehen einzeln auf die Bühne, einer nach dem anderen. Und wenn, ich glaube, ab der zweiten Person so gejubelt wird und so, ist der Test bestanden und dann wird es immer eine geile Show. Es war noch nie anders und heute war es so. Aber generell als Opener, wie gesagt, ja, es kann auch mal anstrengend sein, dass es so in Arbeit ausartet, aber heute hat es geflowt, die Leute hatten Bock, es war richtig geil. Ja, es kommt halt auch immer aufs Festival an. Es gibt da Festivals, da ist es ein bisschen... Nee, ich würde ja nicht sagen anstrengender, da dauert es halt einen Moment. Dann gibt es halt Festivals wie heute, wo es dann echt von Anfang an sehr gut läuft. Und was passiert, wenn das Publikum den Test nicht besteht? Und bei der zweiten, dann geht ihr wieder. Fahren wir nach Berlin. Fertig. Das ab nach Hause. Ihr habt euch ja auch auf Instagram zu Wort gemeldet zum Thema sexualisierte Gewalt. Und da ist jetzt erst letzte Woche eine sehr große Punkband, die sich aus dem Nichts heraus aufgelöst hat, Anti-Flag. Wie ist denn so eure Sicht auf diese ganze Situation? Ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, ist ja jetzt die letzten Monate auch immer mal wieder bei mehreren Bands rausgekommen. Ja, was halt erstmal ganz wichtig zu sagen ist, ist natürlich, dass wir uns voll solidarisch mit sämtlichen Opfern zeigen. So. Also und da auch nicht anfangen, irgendwie rumzudiskutieren, sondern Diskriminierung fängt da an, wo du denkst, das ist Diskriminierung. So. Und da gibt es
für uns auch keine Diskussion und wir haben es natürlich alles mitbekommen, klar. Jetzt konkret. Also medial. Medial, ja. Medial und konkret so Anti-Flag und so. Das sind jetzt alles Bands gewesen, mit denen wir jetzt persönlich nichts irgendwie zu tun hatten. So. Deswegen kennen wir es halt auch nur aus den Medien. Und ja, es ist ein Thema, wo ich persönlich ziemlich emotional werden kann, weil ich finde zum Teil auch dieses Weggeducke von vielen ganz furchtbar und auch hier und da so, wir sind kleine Jungs und wussten es nicht besser. Das ist halt ziemlich, ich finde es lächerlich, das so zu behaupten, weil das schiebt halt so ein bisschen auch wieder die Schuld weg. So, ach, wir wussten es nicht besser. Ja, wir waren früher Boys Will Be Boys und so ein Quatsch. Und ich finde halt auch gerade bei linken Bands, wenn du dich als linke Band sozusagen schimpfst und das von alleine nicht checkst, erst wenn dann in Instagram was rauskommt und dann musst du auf einmal Stellung beziehen, es finden diese Bands sollten sich nicht links nennen. Das ist einfach nur lächerlich. Genau, wir haben uns auch nicht zum ersten Mal positioniert. Ne? Es war letztes Jahr, gab es ja auch einige Sachen. Wir versuchen uns da, wenn wir das Gefühl haben, dass es irgendwie die Stimmen verstärken kann, die Stimmen der betroffenen Leute natürlich, versuchen wir uns auch immer zu positionieren und was dazu zu sagen. Und gerade, ich glaube, bei Rammstein war es auch so, dass irgendwie von keiner Band was kam. Und ich meine, wir haben jetzt nicht die allergrößte Reichweite der Welt, so, aber ist schon ein bisschen was. Und deswegen haben wir, genau wie die Donuts, glaube ich, als die einzigen irgendwas dazu veröffentlicht. So. Und es war... Ich weiß noch, wie wir in der Crew auch darüber gesprochen haben, so, dass ich hatte so ein Gefühl, so, okay, die sind so weit weg von uns, also Rammstein-Fans, Rammstein als Band, damit haben wir nichts zu tun, aber dann haben wir intern in der Crew eben auch nicht nur mit Typen auch darüber gequatscht und da auch nochmal Input bekommen, das fand ich auch sehr wichtig, um dann zu sagen, okay, wir sollten uns positionieren dazu und haben das dann eben auch gemacht und ja, ganz eindeutig, wie er sagt, also immer solidarisch mit den Betroffenen und dieses... ekelhafte Rumgejaule von so, ja, das Gericht wird es beweisen, so, nee, Bullshit, so, da sind halt reiche, reiche Typen, unendlich reiche Typen, die natürlich sich die krassesten Anwälte leisten, so, also, ja. Genau. Damit wir das Ganze nicht so ernst beenden, kommt gar nicht einstudiert, damit wir das Ganze nicht so ernst beenden, zum absoluten Abschluss machen wir kurz eine Quickfire-Round. Kurze Fragen, kurze Antworten. Rap okay. Oder Rock? Rap. Rock. Die Ärzte oder die Hosen? Ärzte. Ärzte. Acro Berlin oder Selfmade Records? Wo war Danny? Gar nicht da. Okay. Also, beides nicht, ey. Also ich ja. Meine, Casper war auch auf Selfmade so. War natürlich geil, die Zeit. Also auch da war er schon geil auf jeden Fall. Aber ich meine, Kollege Wagness war auch auf Selfmade so. Keine Ahnung, beides nicht geil. Okay. Schallplatten, CDs oder Streaming? Ich würde gerne sagen, ey, Schallplatten und bla, aber ich streame nur. Schallplatten. Weil ich sie auch von der Klangqualität einfach viel besser finde. Ja. Und, aber ich habe jetzt keine Riesensammlung, aber ich habe schon so Lieblingsalben und so. So 70.000. Die hole ich mir in Schallplatten. Das sind 69.999. Und die letzte Frage, Campingplatz oder Hotel? Ab ins Hotel natürlich. Ab ins Hotel, klar, was ist das für eine... Ich bedanke mich für die Zeit. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Bis dann. Streamt alles. Bla bla. Ich ertrink in deinen Augen die Schäden. Wie kannst du dabei zusehen? Du weißt genau, was du denn du tust. Zwei Slice Femme in mein Image. Der kannte wie noch keiner. Damals ging es nicht um Buchstaben. Nazis ausruft durch die Schleicher. Da wo es keine Nazis gibt, doch wird der Berg jetzt nicht Paris. Willkommen zu
Männer, die ich will dir deinen Witz nicht wegnehmen. Willkommen zu Männer, die auf Züge starren. Wir warten jetzt gerade auf unseren Zug, sind immer noch am zweiten Festivaltag. Wir genießen immer noch den Luxus, bei ihm pennen zu können. Es ist Festival und ich habe 9 Stunden geschlafen. Oh. Du hast 11 Stunden geschlafen. Nein, ich habe nicht 11 Stunden geschlafen. Ich bin erst um 3 ins Bett. Achso. Der war doch so lange wach. Wild. Er hat noch geschrieben, freut euch auf Kalles Buch. Kalles Memoiren, komm mit 25, kommt Kalles Memoiren raus. Ja. Und sehr wenig Inhalt. Wir waren gestern auch schon auf dem Juicy. Egal, wir reden. Das ist hier willkommen bei Männer, die auf Züge starren. Das wird ein eigenes Video. Dadurch, dass ich gestern viel unterwegs war mit der Kamera, hatte ich mein Interview mit Pasco, während Kafka gespielt hat, und mein Interview mit Kafka, während Pasco gespielt hat. Das war ein bisschen schade. Wie war Kafka? Geil, war echt gut. Haben früh angefangen und war halt Festival-Opening, dann am Anfang wenig los, aber gerade der ganze erste Wellenbrecher wurde dann noch echt voll. Ja. Kafka-Live sind solide, das ist immer, macht Spaß, ist schön. Wobei politisch. Die echt geiler im Club sind. Also ja, das live, stimmt. Die waren nicht scheiße, aber sie werden noch geiler im Club. Ja, die eine kleine, eine engere Menge tut den gut, ja. Der Musik gut, aber ja, trotzdem ja. Gut ist es. Hallo, Entschuldigung. Wir nehmen ein Video auf. Hallo, ich meine, ich weiß, du willst arbeiten, aber wir wollen auch genau. Arbeiten. Wir waren doch noch zwischenzeitlich an der... Was waren das? Nicht die Himbeere? Orange. Orange. Genau. Und da hat eine Band gespielt, die hieß Walking on Rivers. Und die waren geil. Walking on Rivers, ganz große Empfehlung. Ja, mega gut. Indie-Folk, hat Spaß gemacht, schön von hinten zu gucken. Und dann kam auch schon Nina Chuba und Kraftklub. Und Nina Chuba für mich absolutes Highlight. Ja, ist musikalisch nicht mein Swag, aber. Aber ganz ehrlich, für 24, was die da abliefert, was für eine Power die hat, was für eine Stimme die hat, wie die so ein Riesenpublikum mobilisieren kann, um sich zu bewegen, ey, das ist der Wahnsinn. Ja, heftig. Ja, definitiv. Heftig. Und dann besser als Kraftklub. Echt? Ja. Und Kraftklub ist halt... Kraftklub sind geil. Kraftklub ist Kraftklub. Ja, versteh mich nicht falsch. Für dich ist halt im Zweifelsfall, dass für du Nina Chuba noch nicht kanntest und das genau. Halt so ein extra Eindruck war. Genau. Ja, exakt. Kriegt direkt weiter. Kraftklub war geiler. Kraftklub und schwarz-weiße Bildschirme, das tut Felix Augenring nicht gut. Also gar nicht. Der sah so wasted aus. Das sah sehr... Ja, besonders ohne, wenn du hingeguckt hast, sah er nicht so schlimm aus, aber mit den schwarz-weißen Bildschirmen ganz schlimm. Und jetzt Tag 2. Digga, aber du schießt ihn nicht weg, oder? Der kommt raus, der kommt raus, der kommt raus. Wir sind gestern übrigens, das haben wir noch gar nicht erwähnt, wir sind gestern 2 Stunden im Starkregen heimgelaufen. Wir haben gutes Wetter. Absolut. Oh Gott. Wir haben ja auch sehr schöne Ruheplätze. Wir hatten echt ein Problem damit, dass die Leute, die wir heute gefragt haben, so ein bisschen, was sie heute noch sehen wollen und alles, die hatten nicht wirklich Bock, im Internet zu sein, was ja auch völlig cool ist. Es ist aber auch ein bisschen ein anderes Publikum. Also es ist auch verständlich, dass hier viele Leute sind, die ein bisschen zurückhaltender sind. So, ja, Social Media muss nicht sein. Aber wir haben sehr feierwütige Leute hier. Es ist ein sehr bunt gemischtes Publikum. Wir haben hier von jungen Leuten, von Eltern mit Kindern, wir haben alles hier. Es ist sehr faszinierend. Da sehe ich gerade Leute. Kommt! Was hast du dir denn heute schon angeschaut? So, heute habe ich mir angeschaut so eine Beachbar und mega, mega geiles Feeling. Ja? So hang loose, technisch. Mega geile Feelings hier auf Juicy Beats. So schaut's aus. Und was gibt's dir heute noch? Ja, auf jeden Fall entspannen.
und die Party genießen. So schaut's aus. Bandtechnisch oder eher DJs heute noch? Scheißegal. Hauptsache Party. Mega gut. Ja, Mann. Viel Spaß. Gut. Nette Leute hier. Bist du denn das erste Mal auf dem Juicy Beats hier oder warst du schon öfters? Nee, schon zigmal hier gewesen. Also mittlerweile 5., 6. Mal. Ich habe angefangen, da hat das noch 25 Euro gekostet und war samstags nur. Jetzt ja mittlerweile immer 2 Tage und ein bisschen teurer. Aber ist immer noch geil. Also auch damals, als noch nur DJs so waren oder als schon Bands gespielt haben? Da waren auch schon Bands. Also ich war jetzt, glaube ich, nicht Pionier ganz am Anfang, aber... Was ist dein Highlight dieses Wochenende? Bisher, Meute. Mainstage, Chiago war geil, was sie auch auf Mainstage verschoben haben, mega. War nur doof, dass halt einmal Regen dazwischen kam, aber jetzt ist ja wieder trocken. Und nachher hier Tubenberger bei Honigmelone. Dann wünsche ich noch ganz viel Spaß dabei. Historischer Platz, hier war 2018 aufs Trailer Park Open Air, da unten an der Mainstage irgendwo. Ich kann mich nämlich noch an den Spielplatz da oben erinnern. Olli und der Micha von meiner alten Band und ich, wir haben zu dritt hier rumgeknutscht. Und jetzt haben wir hier ein paar Wildgänse. Oh, die stellt sich auf. Okay, wir müssen aufpassen, weil wir wollen ja auch kein Schindluder mit den Tieren treiben. Wie stört euch der Lärm hier? Nee, die haben keinen Bock. Aber die meisten hier haben keinen Bock, mit uns zu reden. Das ist schade. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Wir genießen jetzt die Kiffen da vorne. Wir genießen jetzt hier noch ein bisschen den Ausblick. Ich habe den Turm wieder gefunden. Er ist direkt vor uns. Wir haben gerade wirklich den Turm gesucht. Wir hätten uns nur umdrehen müssen. Wir genießen jetzt gerade hier noch ein bisschen die Aussicht und eventuell melden wir uns nicht mehr so direkt zurück, sondern mit ein paar vielleicht cinematischen, musikunterlegten Szenen. Vielen Dank für dieses wunderschöne Juicy Festival. Ich würde mal ganz stark behaupten, wir sehen uns nächstes Jahr wieder, Juicy. War das Juicy Beats auch schon wieder vorbei. Wir haben am Samstag da noch die ein oder andere Band gesehen. Das Gute am Samstag war, beziehungsweise man kann ja nicht sagen, dass es am Freitag schlecht war, dass wir viele Drehtermine hatten, sondern es war einfach so, wir hatten am Samstag einfach nicht wirklich Drehtermine und konnten so auch ein bisschen das Festival selber als Gast genießen sozusagen. Auf dem Campingground hat es dann leider nicht mehr gereicht, was wir aber ja vielleicht im nächsten Jahr einfach mal nachholen könnten. Können wir ja mal schauen. Bandtechnisch haben wir einiges gesehen, dann doch noch am Samstag. Chiago haben wir von weiter hinten gesehen. Waving the Guns haben wir noch gesehen. Beauty and the Beats, SDP, Provinz haben wir uns noch angeschaut. Und es war alles wirklich cool. Es hat alles Spaß gemacht. Anders kann man es nicht sagen. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Das Festival selber ist ein sehr, sehr schönes Festival. Es hat mich so im Großen und Ganzen so ein bisschen an ein anderes Festival erinnert, das in einem Park stattfindet. Allerdings eben ein bisschen kleiner und familiärer, was ich zum Beispiel mega cute fand. Ich glaube, das müsste auch am Samstagmittag oder so gewesen sein. Da haben DJs aufgelegt
und es war wie so eine Art Kinderdisco. Da waren überall Eltern mit ihren Kindern. Und das habe ich auf einem Festival auch noch nie gesehen. Vielleicht auf so ganz, ganz kleinen ländlichen Stadtfesten oder so, aber noch nie auf einem Festival. Allgemein haben wir ungefähr, keine Ahnung, gefühlt 1000 Bühnen auf dem Juicy Beats, was ich halt auch total krass finde. Und egal, wo du bist, es geht halt immer irgendwas. Und es ist auch wirklich das erste Festival, wo ich jetzt sage, okay, mir fällt jetzt nicht ein, was da in irgendeiner Form negativ war. So, klar war das Wetter zwischenzeitlich nicht das geilste, aber da kann schon viel das Festival und die Veranstalter selber was dafür. Egal, wo du hingegangen bist, die Securities konnten dir weiterhelfen, wenn du irgendwas gesucht hast, irgendeinen Stand oder gerade, wir mussten ja immer wieder verschiedene Orte aufsuchen. Das Einzige, was niemand wirklich sagen konnte, ist, wo der Pressebereich war. Da sind wir ein paar Mal falsch gelotst worden, aber das ist so eine kleine Nadel im Heuhaufen, das halt überhaupt nicht schlimm ist. Und deswegen würde ich sagen, dass auf jeden Fall 99% an diesem Festival nur positive Erfahrungen waren, wenn wir jetzt wirklich rein von Sachen reden, wo Leute drauf Einfluss haben. Line-up-technisch finde ich es auch sehr interessant, da wir eben hier nicht so dieses komplett breit gefächerte haben. Also wer jetzt zum Beispiel Metal-Musik sucht, der wird auf dem Juicy Beats nicht fündig. Dafür ist eben sehr viel Indie dabei. Es sind natürlich sehr viele DJs da. Es sind ultra viele DJs da. Was aber auch daran liegt, dass das Juicy Beats eben als reines DJ, glaube auch Tagesfestival begonnen hat. Was aber mein absolutes Highlight von diesem ganzen Festival war, ist, was ganz am Ende passiert ist. Denn wir haben uns dann noch so überlegt, bleiben wir am Samstag noch, weil das Wetter ja auch nicht so das Geilste sein soll, oder gehen wir wieder direkt zurück zu Yannick. Und Yannick hat dann gesagt, yo, da ist noch eine Silent Disco, die war am Freitag auch, da waren wir aber übelst fertig, da sind wir dann nach Hause. Und dann haben wir gesagt, okay, weißt du was, das machen wir am Samstag. Und sowas gibt's bei uns nicht. Also da, wo ich herkomme, da haben wir sowas wie Silent Disco und so. Ich kenne das nur aus amerikanischen Filmen und Serien und ich habe das aber noch nie so live miterlebt. Da haben wir, keine Ahnung, ich glaube irgendwie 10 Euro Pfand gezahlt für Kopfhörer. Diese Kopfhörer hatten so LED-Stripes, 3 Kanäle, Lautstärkeregler und du konntest eben zwischen den 3 Kanälen mit inbegriffen 3 Farben wechseln. Kanal 1 war, glaube ich, blau, 2 rot und 3 grün oder 3 und 1, andersrum ist ja auch egal. Und auf dem zweiten Kanal, das war der rote, da lief meistens so Reggae und R&B-Zeug. Da hast du auch relativ wenig vor der Mainstage gesehen. Auf der Mainstage selber waren 2 DJs, das war grün und blau. Und du hast halt permanent gesehen, wie immer alle von grün zu blau geswitcht haben. Also man hat es ja schon im Video selber gesehen. Ich blende jetzt hier auch nochmal kurz ein bisschen die Szene ein, wo man das nochmal sehen kann. Und auch dieser Moment, wenn man dann einfach mal den Kopfhörer für einen kurzen Moment abnimmt und halt irgendwie hunderte Leute die 3 verschiedene Songs singen hört, das ist einfach nur, es hat einfach nur ultra Spaß gemacht. Und dann schließt du dich halt auch automatisch irgendwie anderen Leuten an, die gerade auf dem gleichen Kanal laufen wie du. Switche doch mal rüber auf den grünen Kanal, ist was Übergeiles und nur dieses... Und alle switchen auf grün rüber und dann siehst du so ein paar Blicke so, ah nee, lieber nicht, wieder zu blau. Und ich hätte das wirklich noch 6-7 Stunden lang machen können. Dieses Silent Disco ist für mich, ohne Witz, das ist für mich schon wieder so ein Hauptgrund zu sagen, ich will da nächstes Jahr wieder hin. Weil das so unsagbar Spaß gemacht hat und ich kannte das halt einfach noch nicht. Allgemein finde ich, dass das Juicy Beats ein sehr gutes Festival ist, wenn man das erste Mal auf einem Festival ist. Also meine Freundin zum Beispiel war das allererste Mal auf einem Festival und sie hat auch gemeint, das Juicy Beats war perfekt dafür. Klar ist es nochmal was anderes, wenn man da campt. Das haben wir jetzt in dem Fall nicht gemacht. Wie gesagt, kann man ja noch nachholen nächstes Jahr vielleicht. Aber ich glaube, das Juicy Beats ist das perfekte Einsteiger-Festival. Weil du hast halt auch so ein bisschen von allem was. Außer jetzt vielleicht gerade sowas Richtung Metal oder so. Ein sehr gutes kulinarisches Angebot gibt es auch. Ich habe, wie es mir eben möglich war, sehr gut gegessen. Ich habe nach wie vor große Probleme mit dem Kiefer, wodurch ich eben nicht so gut kauen kann, aber ist jetzt eigentlich voll unwichtig. Und Shoutout an die Leute vom Frozen Cocktail Stand. Ey, das war der Wahnsinn, was wir an Frozen Cocktails reingeschüttet haben und es waren einfach die nettesten Menschen überhaupt. Und natürlich ist von denen auch der Link in der Videobeschreibung. Und an dieser Stelle gibt es eigentlich nichts zu sagen, als ein sehr langes Video abzuschließen mit Juicy Beats. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder und ich würde es jedem empfehlen.